Dur nimmt Kurve 3 weit, sehr gut. Klassiker. Er hält sich an die Leistung. Das ist schön, so eine Konstante im Leben zu haben. Ja, das ist wichtig. Ja, der Kackvogel, ey. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, liebe Leute. Willkommen zu Formel 1 Manager 22 gemeinsam mit dem Kenny. Hey, guten Tag. Und der Valus auch mit der Bühne. Hallo. Ja, servus und hallo. Sag doch mal was, Kenny. Hallo, hallo, hallo. Okay, ja, passt. Sollte okay sein. Was ist da los? Von der Lautstärke. Kannst du mich nicht hören, oder was? Ach, zu laut? Ich kann nichts sehen, du kannst nichts hören. Was ist denn hier los? Wir sind wie die drei Affen zu zweit. Die perfekte Mischung. Die drei Affen zu zweit. Ja. Naja. Na gut. So, Rennvorbereitung Japan. Schöner Kurs. Ja, ich weiß, du magst nicht. Dabei verstehe ich es gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass dir der richtig gut gefällt. Weil du ja auch diese coolen Traditionskurse magst und diese schnellen und langsamen Passagen. Ja, Suzuka ist tatsächlich eine Strecke, die ich selber nicht so gerne mag, aber immer noch besser als der ganze Rest, der ganz aktuell so neu dazukommt, außer halt Baku. Mhm. Aber ja. Hier ist halt irgendwie noch so Tradition, dieses Rennen halt einfach, das ist so. Jo. Die haben jetzt auch Saisonfinale, glaube ich, gewesen, oder? Mhm. Ja. Mega Saisonfinale. So wie Brasil. Japan und Brasilien. Nicht sowas wie Abu Dhabi. Für mich war irgendwie, habe ich immer im Kopf, Brasilien Eröffnung, Japan Ende. Australien Eröffnung. Stimmt, Australien Eröffnung, ja. Also eher Österreich für dich. Ja, für Schlipper Johnny auf jeden Fall. Na gut, dann schauen wir mal zum Rennwochenende. Da kenne ich ja diesmal keinen Ton. Hoffen wir mal, dass es vielleicht diesmal besser klappt, dass sich mehr Bild in die Übertragung verirrt, wenn der Ton nicht mit dabei schön. Ist. Ich meine, jetzt flackert schon. Konnichiwa vom Suzuka Circuit in Japan. Diese einzigartige Strecke ist ein Motorsport. Hörst du gar nicht die tollen Kommentatoren? Und dieses Wochenende sind wir wieder hier zu Gast. Machen Sie sich bereit für den Rausch der Geschwindigkeit. So etwas, was ich schon sehr vermisse. Er sagt, du sollst dich bereit machen die für den Fahrer Rausch der Geschwindigkeit. Wochenende in den Serpentinen von Suzuka. Ich mache mich gleich bereit für den Rausch. Die einzige Achterstrecke in der F1. Hey, Herr, ihr so ein Schwein. Hochgeschwindigkeit ist hier wichtig, wenn Teams sich an Platz auf dem Podium Hochgeschwindigkeit ist wichtig, oh je. Das ist es. Wir haben die letzten Rennen der Saison vor uns. Und es ist Zeit für den letzten Vorstoß. Wer wird am Ende zum Champion gekürt? Wir werden es früh genug herausfinden. Und jetzt beginnt das heißt, wir sind für das Wochenende auf jeden Fall mal abgeschrieben. Ja, ich glaube auch. Oh, Regen, ui. Da packe ich doch gleich die Regenhandschuhe aus. Packst du deine Regenhandschuhe aus? In Qualifying dann. Probieren wir das auch mal. Machen wir es noch langsamer. Randsteine vermeiden und in sauberer Luft fahren. Vielleicht hilft das auch nochmal den Teilen, du, dass sie länger aushalten. Meinst du, Randsteine mitnehmen wäre nicht gut für Setup oder so? Nee, aber für die Teile. Okay. Vielleicht für den Unterboden zum Beispiel. Oder für die Aufhängung. Aber keine Ahnung, es gibt keine Einblendung, was das genau bedeutet, also kann man das nur raten. Mhm. Es ist wie alles andere im Spiel. Ich auch mit dem einen Zuschauer geschrieben habe, der gesagt hat, das lohnt sich mit angefahrenen Reifen zu fahren. Ja, in der echten Formel 1 ja, aber in dem Spiel, nee. Hier im Spiel hat das nichts miteinander zu tun. Dieses Spiel hat nichts mit der echten Formel 1 zu tun, außer dass die Autos möglicherweise so aussehen. Und die Fahrer so heißen. Boah, Vettel ist genauso als wir. Was ist da denn los? Wir lassen im freien Training jemanden hinter uns?
Schlecht reden kann man es halt auch nicht, das Spiel. Ist schon ganz geil. Ah, okay. Es macht das wieder Spaß. Aus, aber es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Bisschen. Bisschen. Aber ich habe Spaß mit dem Spiel. Ich finde das ganz cool. Ich habe mir tatsächlich wieder den Motorsportmanager runtergeladen. Oh. Mhm. Und ja, mal gucken. Aber ich kriege mich nicht mehr dazu überwunden, in den F1-Manager reinzugucken. Mhm. Kannst du sagen, warum? Ja, weil er mir einfach nicht genug Formel 1 halt bietet. So, da ist nichts macht Sinn, was darin passiert. Und ja, ist halt eine schwierige Kiste. Auch so die Fahrerklamotte oder so, ne? Das ist so, keine Ahnung. Ich habe halt zum Beispiel gerne noch so DTM, weil ich halt auch gerne in den Klassen wechseln würde und sowas alles in der Richtung. Hier bist du halt nur auf F1 bedingt. Du kannst ja nicht mal Sponsoren auswählen. Das ist ja auch so eine Sache, die ich sehr, sehr komisch finde. Ja. Klingt halt nach einem Unfall. So nah wie möglich. Hamilton hat so Unfall mit Elben. So nah wie möglich an der Realität. Lewis Hamilton ist darin verwickelt. Ja. Dieser mit Unfall Elben? Ist fürchterlich für das Team. Hä? Elben stand auch draußen, oder? Echt? Und das Team hatte so vielleicht einfach Hoffnungen. An der Box. Was für eine Schande. Ja, okay, das kann auch sein. Ich dachte, die beiden wären kollidiert. Was für eine Schande. Ja, nennt sich Hamilton. Na, Verstappen, Leclerc, Sainz, Perez. Alles irgendwie gefühlt wie immer. Duan nimmt Kurve 3 weit sehr gut. Klassiker. Er hält sich an die Leistung. Das ist schön, so eine Konstante im Leben zu haben. Ja, das ist wichtig. Ja, der Kackvogel, ey. Hat da jemand die Ideallinie verpasst? Yuki, auch der Klassiker. Alonso wieder stark dabei. Alpine oh, wieder. Andrea. Oder hat es auch schon gesagt? Sehen wir uns die Wiederholung. Nö. Hier sehen wir jetzt Max Verstappen. Max, super, Max. Turn around. Oh, es gab einen Dreher. Tsunoda. Sehen wir es uns an. Jetzt sehen wir hier den Williams. Und das, ja, wow. Das ist die Stelle des Drehers. Da werden sich die auch bedanken, die anderen. So wieder so eine Yuki-Aktion. 91% Seite vertrauen, yes, 80. Okay. Oha! 1, 2, 3, 4 Strafen. Cool, ganz vorne die Strafen. Die alles Top 10 Leute mit Strafen, ne? Sainz mal wieder, auch laufend. Er wechselt jedes Mal ein Teilchen am Auto. Stimmt, letztes oder vorletztes Rennen war der ja auch schon so weit hinten, ne? Mhm. Der Carlos hat, der weiß, wie es geht. Das freie Training ist beendet und das Qualifying wartet. Die Spannung steigt heute weiter und die Erwartung die Spannung steigt übrigens weiter. Wächst kontinuierlich. Nach dem Ende des freien Trainings müssen die Fahrer diese Strecke in- und auswendig kennen, um eine starke Startposition zu erreichen. 20 es ist kaum Autos gehen auf die Strecke, alle mit Ambitionen auf die Pole. 20 Autos mit Ambitionen auf die Pole? Natürlich. Also schnallen Sie sich an. Klar. Bleibt bei den Vieren. 94%, 90%. Oh, okay. Ist okay. Kann man mal machen. Teile hattest du? Nee, noch nicht. Müssen wir nur gleich dran denken. Ja, mach ich gleich. Nee, dass mir gleich mit der Schrottkistennummer an da vorne. Überall brennt's und raucht's. Hui. Ob sich das ausgeht bis zum Ende der Saison. Eieieiei. Das sind schon die besten Teile, die wir da drin haben. Das ERS wird heftig. Qualifying. Gut, was haben wir? Radio check, okay. Radio check, okay.
rocken. Dann raus mit euch. Und war der Regen bestimmt nur im freien Training, oder? Oder kommt vielleicht noch. Vielleicht noch im zweiten oder dritten. Da war doch gerade kein Tropfen. Achso, das war ja nur Q1, ne? Ja. Mhm. 18 Minuten. Das war doch Magnussen, Sainz, Hamilton. Nein, Ocon, du Arschloch. Nein, und noch ein zweiter. Oh shit, und dann noch so ein langsamer Williams. Oh. Das heißt, die Zeit ist auf jeden Fall schon mal im Arsch. Ja. Da macht sogar Platz. Ui. Ja, aber. Ja, Durin ist fast zeitgleich. Platz machen kostet halt trotzdem mal Zeit, ey. Ja. Na, da gab's die Zeit schon im Arsch. Kannst was reinholen, oder? Ja, lass mal eine Runde fahren. Ist es flüssig bei dir? Ja, es geht. Sainz, okay. Ja, geht sogar. Also, war nicht so verkehrt. Der Zeitunterschied ist gar nicht so groß. Ein Zehntel? Jetzt schimmel mal selber da vorne rum. Oh, Con, du Penner. Hamilton, okay. Hm. Dann hat Sainz wohl die Runde auch verkackt. Ach, der hängt da hinter Magnussen. Dann ist die vielleicht doch nicht so aussagekräftig. Guck mal. Oh, er hat es geschafft, in die Box zurückzukommen. Hey, du Hen. Donnerwetter. Du Tier. Halbe Sekunde Vorsprung auf die Haas, immerhin. Und gelb in Sektor 1. Gerade hat sich ein Unfall ereignet. Oha, sehen wir uns das genauer. Oho. Ein Blick auf den Red Bull. Hatte der schon eine Zeit? Ja, wenn er eh schon eine Strafe hat, ne, dann kann er es auch gleich komplett weg. Die Kontrolle ging verloren und da ist der Unfall. Also richtig austauschen dann alles. Hatte der schon eine Zeit? Das glaube ist nicht, ein herber Schlag für das Team. Können Sie sich. Naja, herber Schlag. Ne. Verstappen ist raus, ohne Zeit. Ups. Ja, schade, dass der trotzdem die Teile auch wechselt. Sonst hätte man noch eine Position gewonnen. Perez auch erstmal weit hinten. Oh, die Mercedes. Was ist denn da los? Mercedes, Alpine. Gab es noch irgendwo eine Entwicklung? Offenbar. Die hauen sich immer noch ins ganze Jahr. Perez auch weit hinten. Ja, 8 und 9, was sagst du? Na, ich würde durchlaufen lassen, oder? Also, realistisch gesehen, wahrscheinlich Perez noch vorbei, eventuell Bottas noch vorbei. Norris? Ah, nee. Ja, könnte klappen. Könnte klappen. Wollen wir es mal hoffen. Hülkenberg führt den Zirkus an. Leclerc wird sich auch bedanken. Oh, hat ihm sogar für den Sektor 1 zur Pol geholfen. Ich glaube, es gab einen Unfall. Ja, ich hätte es gern gesehen. Gut. Dann halt nicht. Danke, Spiel. Bottas hatte einen Unfall. Der war auf Platz 16. Oh. Tja, das klappt dann wohl nicht. Nee. Auch Vettel ist schlecht. Also Alpha, die investieren schon ins nächste Jahr. Oder machen einfach Scheiß. Na, bei Vettel lag es an Vettel.
Bottas hat halt einen auf Vettel gemacht. Das war Vettel, das ist mein liebliches Teamkollege. Du hast prominent, also Bottas, Hülkenberg, Tsunoda, Stroll, Verstappen. Und mal der Russe. Cool. Wollen wir was Gutes zwei bringen. Hinter uns lassen. Da sieht es noch nicht nach Regen aus. Radio check. Oh, aber es sagt dunkel. Ich würde sagen, dunkel ist es, aber ja, bewölkt. Okay, wahrscheinlich gute Reihe an Regen, ne? Oh, nö. 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 Nö, nicht Q3 Regen. Oh nein. 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 Oh, ihr Penner. Oh, scheiße. Okay. Boah, das passt in letzter Zeit überhaupt nicht mehr, wa? Das ist übel gerade. Oh, Ricciardo. Oh, ne. Oh, noch. Oder hat's vorher geregnet? Jetzt gerade trocken? Nee. Weil da irgendwie stand Wechsel zu normalen Bedingungen da oben. Echt? Gelb? Huren? Jackie? Das war Andrea! Pff. Da ist die Wiederholung. Das war der Aston Martin. Natürlich. Du bist so ein Brot, Alter. Das sah nach einem bösen Dreher aus. Ja, kannst du gleich reinkommen. Mit der besten ersten Zeit. Das heißt, die erste Zeit für Dings ist auch für den Arsch. Für Gasly. Ja. 42,7 und 37, ja, hat ihm 5 Sekunden gekostet. Tschüss. Penner. Dass trotzdem noch eine Zeit gezählt wird. Der fährt aber nicht, oder? Der ist an der Box. Ja. Okay. Weil die Zeiten, die Reifen hat auch ziemlich runtergeballert. Ja, und dadurch, dass er sich halt gedreht hat, ne, sind die Reifen in den Arsch gegangen. Ja, wahrscheinlich. Ja, schöner Schrank auch. Gut gemacht, Herr Duhen. Trottel. Das hab ich ganz allein geschafft. Wenigstens mal etwas, was er allein schafft. Hä? Was geht denn da? Hä, was? Die Reifen gehen alle zurück, oder was? Check ich gerade was nicht? Nach jeder Trainingssession gehen die Reifen? Ich kann leider nicht so viel erkennen, weil... Oh je, ist schon wieder. Okay, also ich habe hier bei den Reifen sind 5 Paare, die so einen Pfeil haben, dass sie zurückgehen. Die ich nicht verwenden kann. Das ist schlecht. Dann haben wir gar keine Software. Schlecht, ja. Ja, moin. Sehr gut. Okay. Was ist das denn für ein Quatsch? Haben wir wieder für irgendwas abgestimmt, was unserem Team doch nicht zugutekommt? Vielleicht. Okay. So. Wann schickt man du hin raus? Jetzt sollten ja alle langsam reinfahren. Jetzt sind die alle wieder. Gab es ein Update? Jetzt sind die alle wieder so antizyklisch unterwegs. Jetzt gehen ein paar wieder raus. Normalerweise müssten die doch alle drinnen sein. Und sich für den letzten Stint vorbereiten. Aber da macht halt jeder, was er Bock hat. Vielleicht wissen deren Wetterfrösch mehr als wir. Offenbar. Wenn die jetzt fahren, dann warten wir halt bis zum Schluss. Ist auch okay. Klar, das klappt bei uns immer sehr gut. Hat bei uns bisher noch nie Probleme gegeben. Also zwischendrin ist manchmal auch nicht viel besser bei uns. Ja, schick ihn raus, oder? Ja, dann kommt er jetzt genau in den Verkehr rein. Er wird die ganze Zeit in den Verkehr kommen.
Let's go. To the mall. Today. Wer es kennt, behält's für sich. Jetzt nicht How I Met Your Mother? Die Szene nicht. Da hat, wie heißt sie denn hier? Robin hat doch mal ein Musikvideo gehabt. Okay. Da haben die das auch ausgegraben und oh, let's go to the mall today. Ach so, ja, jetzt, wo du sagst. Nö, du weißt trotzdem nicht. Nö. Nö. Opfer. Danke. Hast du auf der 8 übrigens nur? Mhm. Kann auch noch schnell in den Arsch gehen, wenn Emmitten und Vettel noch kommen. Wie einfach du nicht im Ansatz als Bedrohung siehst. Nö. Oh. Immerhin mal eine freie Runde. Also, weiß nicht, ob der da noch langsam rumschimmelt vor uns dann, der Vettel. Aber sieht okay aus. 31-3. 31-3, oh je. Was hat Gasly gemacht? Wieso ist er nicht halt so Gasly-Dinge, um einige schneller als du hin? 31-3. 31-5, okay, da haben wir wieder den Klassiker. Und auf die 5. Gut, gut, gut. Und 8. Und du hin auf die 8. Ui. Das ist sauber, haben wir beide noch in Q3 gezogen. Nice. Immerhin, immerhin. Der Carlos nur auf der 9. Mhm. Er ist draußen. Show, Norris, Ricciardo, Hamilton. Und eben Hamilton mit dem Unfall, oder? Hatte der denn? Ich weiß nicht, hatte Hamilton einen Unfall? Ja, gerade passiert, vor 3 Minuten. Echt? Aber wer war das? Ach, schon wieder. Oh je. Ja, das cool. Stimmt, hatte der einen Unfall. Wieder ein Prominenter draußen. Und das ist halt perfekt für Haas. Der Kevin auf der 7. Krass. So, und jetzt regnet es dann, ne? Vielleicht. Vielleicht. Solltest du dich eventuell nicht drauf verlassen? Ready to check? Copy. Ja. Okay. It should be green. Dann halt nicht. Dann hat es wirklich irgendwie zwischen Q1 und Q2 geregnet. Okay. Vor allem, es sollte ja stark Regen geben. Hm. Sehe ich jetzt tatsächlich nicht so ganz. Das aber ist so, wie es auch nicht so gesehen. Vielleicht haben wir auch verschlafen, wie den Unfall vom Hamilton. Ah, jetzt habe ich reingeschissen. Jetzt sind die beiden so knapp hintereinander. Fuck. Boah. Und du in vor Gasly. Da muss ich gleich den Automatikmodus machen, wenn sie es nicht selber hinkriegen. Das kriegen sie nicht selber hin. Wie ist das denn passiert? Gefettfingert. Nein, jetzt kommen die wieder alle raus. Ich hasse es. Mal hoffen, dass sich das mit dem Benzin ausgeht bei Gas lieber. Geht mir auf den Sack. Eier Popeye. RS. Da vorne Vettel. Den gibt ja auch immer noch den Typen. Wie ist er denn so weit gekommen? Ja, das fragt man sich. Oh, Magnussen, genau, die ganzen alten, schimmligen Typen hier. Oh Mann. Das ist halt alles für den Arsch, glaube ich. 31-4, 31-3. Hm? Das war doch jetzt gerade Vettel, oder nicht? Ja, und vorher Magnussen. Ja, herzlichen Dank auch. Oh, ein 5 Zehntel dahinter, okay.
Und die Zeit war aber nicht gut von Gasly, ja? Gar nicht gut. Ich glaube, das wird 9 und 10 werden. Der hat ja so viel Verkehr da gerade, das ist ja... War ja schon wild. Mhm. Das war schon wild. Die stimmt, Kenny. Der Host recht. Mhm. Peres hat es auch nicht bekommen. Ganz easy peasy. Ah, guck mal, wir haben den Reifensatz da oben, oder? Der vorhin gesperrt war. Ja. Immerhin einen. Den haben wir uns wieder aufgemacht. Eventuell braucht er die ja doch nochmal. gleich nochmal rausschicken. Ja, oder? Ja, oder müssen wir, oder? Schluss? Na, wir haben ja nicht viel Möglichkeit an sich. Ja, entweder jetzt oder warten bis zum Schluss. Ja, ich würde ihn jetzt gehen lassen, sonst ist die Butze wieder voll, ne? Okay. Andersrum haben wir wahrscheinlich auch gleich wieder Verkehr. Ja, die fahren gerade alle rein, das ist gut. Bitte cheats eure Basis. Aha. Da bewegt dieser Mercedes. Duren hängt hinter dem Mercedes. Okay. Gasly frei. Gasly ist frei. Free, Gasly free. Aber die Zeit ist auch scheiße. Und die auch. Was auch immer da los ist, ey. Dass die nichts gebacken kriegen, ey. Die Harrys. Harry. Oh, mein. Bisschen verbessert immerhin. Sektor mal persönliche Bestzeit, aber. Platz 8. Das kannst du komplett vergessen. Oh, Platz 7. Oha, 7 und 9. Eine Klatsche für Gasly, würde ich mal sagen. Krass, was hat er denn da gemacht? Ja, bisher ist das zweite Qualifying, was an den Touren geht. Einmal hat er es ja schon mal hinbekommen. Aufmüpfig. Jetzt schimmeln wir noch den Vettel und den Russell ein bisschen vor der Nase rum. Damit sich der nicht mehr verbessert. Und Perez kommt doch noch vor. Sainz. Russell kriegt noch eine Strafe. Mit Strafe, genau, Russell. Oder das ist Verstappen auch. Ja, für die war es dann nicht ganz so schlimm. Sie da auch reingeschissen haben. No. Ja, 8 und 10. Jetzt ist die Zeit für einige erbitterte Rad-an-Rad-Duelle gekommen. Denn es ist Renntag. Gute Arbeit vom Aston Martin während des Qualifying. Es gibt erbitterte Rad-an-Rad-Duelle. Das Team wird sicherlich voller Zuversicht ins Rennen starten. Ja, mit Sicherheit. Mercedes hat im Qualifying ein passables Ergebnis abgeliefert und das Team hat nun alle Chancen. Wo ist denn seine blonde Lady? Die mir mal alles abnutzt. Wir haben heute sonniges Wetter, allerdings lauern einige Wolken, die den Teams später einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen. Ist zu Hause noch mit Abnutzen beschäftigt. Der Suzuka Circuit ist bereit, die besten Fahrer der F1 zu sehen. Was? Dann speichern wir das nur zwischendrin. Und dann bin ich gespannt aufs Rennen. Ob es vielleicht doch da regnet. Sieht der Regen einfach mal, dachte, er schaut woanders vorbei. Na klar. Mal gucken. Man kennt den Regen. Na, ich mag heute doch nicht nach Japan fahren. Das ist ich so weit. Die Wolke hat Verspätung gehabt. Ach schau, Sechster sogar. Würde die beste Startposition von Duren sein. Mit Abstand. Oh, das weiß ich nicht. Nice. 6 und 8. Kann man auf jeden Fall mal so hinnehmen. Wer verkackt im Rennen?
Hallo? Das ist ja wohl klar, da müssen wir gar nicht drüber reden, oder? Ob das passieren wird, seht ihr in der nächsten Folge. Danke an den Kenny fürs dabei sein. Wann das passieren wird, seht ihr in der nächsten Folge. Danke auch. Für die positiven Worte. Mhm. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.